Hallo Internet! Hier ist wieder Beckensack für euch mit einem weiteren nerdkalyptischen Video. Und zwar endlich mal mit Content zu One Piece. Wer mich näher kennt, der weiß, dass ich ein ultra krasser One Piece Fan bin. Scheiße, Mann. One Piece ist fast sowas wie meine Religion. Den Pizzamann zu verarschen ist eine Lebensphilosophie, meine Liebe. Dadurch definiere ich mich. Vorab für euch die Info. Ich persönlich bewege mich immer auf dem aktuellen japanischen Stand des Mangas. Das heißt, wenn ihr nicht bei, ich sag mal, circa Kapitel 770 seid, solltet ihr das Video nicht weitergucken, denn ansonsten kann es passieren, dass ich euch echt böse spoilere. Und wir alle wissen, es gibt kaum etwas Schlimmeres als ungewollte One Piece Spoiler. Boah, ist das krass, oh, Alter. Cool, du liest One Piece. Hey, wusstest du, dass Ace am Ende... Halt die Fresse! Also, Spoiler-Alarm. Genug gelabert, jetzt geht's los! Für euch jetzt also endlich mal die erste kleine One Piece-Theorie, die da wäre. Kuina und Tashigi sind ein und dieselbe Person. Ja, ich weiß, diese recht simple Theorie haben bestimmt schon sehr viele von euch gelesen und haben es einfach als Blödsinn abgetan, der normalerweise in schlechten Fanfics steht. Aber tatsächlich gibt es durch einige Sachen, die in den letzten ein, zwei Jahren im Manga passiert sind, doch einige Indizien dafür, dass das tatsächlich wahr ist. Kuina sehen wir das erste Mal in Band 1 in Kapitel 5. Sie ist Zorros Rivalen gewesen in Kindheitstagen. Beide haben im selben Dojo den Schwertkampf trainiert und dazu war Kuina auch noch die Tochter des Lehrmeisters dort. Kuina war immer besser als Zorro im Schwertkampf und irgendwann war er komplett davon besessen, sie eines Tages zu besiegen. Er hat über 2000 Kämpfe gegen sie ausgetragen und immer verloren. Kuina war aber sehr unglücklich bzw. verzweifelt irgendwann, da sie wusste, dass sie als Mädchen bzw. später Frau niemals das erreichen kann an Stärke wie ein Mann. Also Körperstärke und so, Biologie. Männer haben nun mal eine andere Physiologie und sind anders gebaut. Und eine Frau kann noch so viel pumpen gehen, wenn sie keine Aufbaupräparate oder sowas schluckt, wird sie niemals solche Muskeln bekommen wie ein Mann. Das ist nun mal so. Zorro fand ihren Grund aber irrelevant und sagte ihr, wenn er sie jemals besiegen wird, dann wird er stolz darauf sein, sie besiegt zu haben und wird sich nicht darauf ausruhen, dass sie eine Frau war. Und deswegen haben sie sich dann später versprochen, dass einer von den beiden irgendwann mal der beste Schwertkämpfer der Welt werden wird. Traurigerweise ist Kuina kurz darauf gestorben. Sie hatte einen Unfall und hat sich dabei tödlich verletzt. Und das hat Zorros Entschluss aber nur noch stärker gemacht, da er jetzt den Traum, der beste Schwertkämpfer der Welt zu werden, nicht nur für sich selber leben musste, sondern auch für die verstorbene Freundin Kuina. Soweit so gut. Unfälle passieren normal. Das Leben ist kein Ponyhof. In Band 11, Kapitel 96, sehen wir dann das erste Mal Tashigi. Tashigi trägt zwar eine Brille, aber sieht ansonsten haargenau gleich aus wie Kuina, nur halt als erwachsene Frau. Zu einem Überfluss ist Tashigi auch noch eine Schwertkämpferin und hat augenscheinlich ein großes Problem damit, dass sie eine Frau ist und anscheinend nicht ernst genommen wird von vielen Männern als Gegner. Diesen Umstand bemerkt Zorro natürlich und fühlt sich dann verständlicherweise sichtlich unwohl. Tashigi wird dann in One Piece eine immer wiederkehrende Figur, da sie als Marine-Captain zusammen mit Captain Smoker die Strohbande quer über die Grand Line jagt. So, ich denke, damit sollte jedem klar sein, dass es zwischen den beiden eine nicht unerhebliche Verbindung geben muss. Die meisten Leute sagen hier einfach, ja gut, dann ist halt Kuina oder Tashigi oder umgekehrt, ist halt die verlorene Zwillingsschwester oder irgendwas. Obwohl es dafür absolut null Hinweise gibt oder Anhaltspunkte. Ja, die Kuina, die ist doch hier vor Jahren gestorben, das kann doch gar nicht sein. Aber ich frage euch jetzt, ist sie das wirklich? Gehen wir doch jetzt einfach mal davon aus, dass Kuina bei dem Sturz nicht gestorben ist, sondern dass sie sich nur sehr schwer verletzt hat und im Koma lag und nicht gestorben ist.
Die Frage, die sich da jetzt natürlich stellt, ist, warum würde ihr Vater das Zorro verheimlichen? Die Antwort auf diese Frage ist eigentlich ganz einfach, um seine Tochter zu schützen. Aus Kapitel 598 in Band 60 wissen wir, dass Dragon, der Anführer der Revolutionsarmee, auf der Insel von Zorros Dojo war. In diesem Kapitel wird ganz klar gesagt, wenn auch beiläufig, dass die Revolutionäre Hilfe von dem Dojo bzw. von Kushiro Kuinas Vater erhalten haben. Die Revolutionsarmee ist wirklich der schlimmste Feind in der One Piece Welt für die Weltregierung dort. Und wir wissen ganz genau, wie die Weltregierung mit Leuten umgeht, von denen sie denken, sie hätten anderen Leuten bei Straftaten oder Piraterie oder sonstiges geholfen. Ihr könnt dazu ganz gerne mal den Flashback von Frankie mit Tom lesen, der wurde schließlich hingerichtet, einfach nur, weil er für Gold Roger das Schiff gebaut hat. Aus dem gesamten Water 7 und Enies Lobby Arc wissen wir, wie, ich sag mal, beharrlich die Weltregierung in One Piece sein kann, wenn sie etwas haben möchte, wovon sie denkt, dass es von deren Vorteil wäre. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass, wenn die Weltregierung spitz bekommen hat, dass Kushiro der Revolutionsarmee irgendwie geholfen hat, sie natürlich irgendwelche Informationen von ihm haben wollten. Kushiro wird aber gesagt haben, nein, gibt's nicht. Eventuell ist er selbst sogar Teil der Revolutionsarmee, wäre auch möglich, keine Ahnung. Aber in jedem Fall wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass sie ihm gedroht haben. Und wenn Kushiro ein harter Mistkerl ist, dann lässt er sich nicht einschüchtern. Und dann wird der nächste logische Schritt für die Agenten der Weltregierung gewesen sein, seine Tochter bzw. seine Familie anzugreifen. Und genau hier kommt jetzt der Knackpunkt der Theorie. Und zwar, dass Kushiro einfach die Umstände für sich genutzt hat. Glück im Unglück sozusagen. Dass seine Tochter einen fast tödlichen Unfall hatte und dabei wahrscheinlich ihr Gedächtnis verloren hat. Das hat er einfach genutzt, um ihren Tod vorzutäuschen und sie somit in Sicherheit zu bringen. Weil wenn die Weltregierung denkt, dass seine Tochter tot ist, können sie ihn mit ihr ja nicht mehr erpressen und ihr eigentlich auch nichts mehr antun, weil sie ist ja schon tot. Und damit das Ganze dann nicht auffliegt und da sie sowieso ihr Gedächtnis verloren hat, hat er sie wahrscheinlich weggeschickt oder an andere Hände gegeben. Leute, die ihr Gedächtnis verloren haben, erinnern sich zwar nicht mehr an ihre Familie oder ihre Freunde oder ihren Namen oder sonstiges, aber meistens ist es so, dass sie Tätigkeiten, die sie in ihrem vorigen Leben beherrscht haben, trotzdem noch können. Das ist so wie Fahrradfahren, das verlernt man halt nicht. Genau das könnte der Grund sein, warum Tashigi halt auch begeistert und gut im Schwertkampf ist. Schließlich hat Kuina nichts anderes gemacht, als ihr Leben lang mit Schwertern zu kämpfen. Viele Fans versuchen diese Theorie damit zu widerlegen, dass Tashigi eine Brille trägt und sehr, sehr, sehr stark weitsichtig ist und Kuina eben nicht. Aber das ist gar kein großes Problem, denn ja, Kuina hatte keine Brille, aber ihr Vater schon. Eine erblich bedingte Sehschwäche bildet sich bei vielen Menschen erst dann aus, wenn sie in die Pubertät kommen. Bei mir war es übrigens genauso im Alter von 15 Jahren. Hallo, mein Name ist Beckenzack und ich bin anonymer Brillenträger. Also, Tashigi ist eine erwachsene Frau und passt vom Alter her perfekt auf Kuina. Sie ist verdammt gut im Schwertkampf. Sie trägt eine Brille, genauso wie ihr Vater. Und sie sieht nun mal genau so aus. Da muss man ehrlich gesagt nur eins und eins zusammenzählen. Und wenn ihr jetzt immer noch sagt, Mimi, es kann ja nicht sein, weil ihr gesagt habt, die ist frozen, die ist gestorben, Zorro, das will alles doof machen, das kann überhaupt nicht sein, weil sie tot, Und jetzt mal ganz im Ernst, ganz davon abgesehen, ja, von dem allen ganzen Kram, den ich eben gerade schon erzählt habe, wenn Sabo auf einmal wiederkommt und Arschtritte verteilen kann, dann kann Kuina das genauso gut, ja. Oh, da muss ich nur dazu entscheiden, das in den Manga zu schreiben. Und wie gesagt, meiner Meinung nach hat er das schon längst getan. Ja, das war meine kurze kleine Theorie zu Kuina und Tashigi aus One Piece. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch überzeugen. Und vielen Dank fürs Ansehen. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschö mit Ö. Kaizoku-Oni. Danke an dich, Ruffy. Läuft bei dir.
Ja, ich bin's nochmal. Ich möchte euch danken dafür, dass ihr euch das Video angesehen habt. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr es teilt und irgendwo postet und liked und was auch immer man hier so machen kann auf YouTube und auf Facebook. Schaut unbedingt auf meiner Facebook-Seite vorbei, www.facebook.com/nerdclips. Dort poste ich auch immer mal wieder ein paar Bildchen, um euch bei Laune zu halten. Und generell bleibt ihr da auf dem Laufenden, wenn ihr alles über meine Sachen wissen wollt. Ansonsten würde ich euch empfehlen, wenn ihr jetzt so in schöner One-Piece-Stimmung seid, unbedingt mal im Pirate Board vorbeizukommen. Das ist ein wunderschönes, tolles, deutsches One-Piece-Forum, wo ich auch sehr aktiv bin. Wir haben dort wirklich sehr viele nette User und es ist generell einfach ein sehr schöner Schreibstil dort und eine schöne Forum-Atmosphäre. Kommt vorbei, es gibt keinen besseren Ort auf Deutsch, wo man über One Piece diskutieren kann. Außerdem möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass ich ja gerade ein schönes Let's Play am Laufen habe zu Hatoful Boyfriender. Ein total bescheuertes Spiel, aber ihr habt dafür gewotet und deswegen spiele ich das jetzt für euch. Das könnte man sich mal ansehen. Ich habe gehört, soll ganz lustig sein. Ich weiß nicht, wie ihr das beurteilt. Aber mir wurde zugetragen, dass es ganz lustig ist. Kann man sich also mal ansehen. Ja, vielen Dank und freut euch auf die nächsten One Piece Videos, die dann hundertprozentig noch kommen werden. Ich verspreche es euch hoch und heilig, nur ich habe einfach nicht so viel Zeit und ich versuche schon mal da was hinzuquetschen und da was hinzuquetschen. Bitte lasst mir ein bisschen mehr Zeit. Es wird noch sehr viel mehr zu One Piece kommen. Versprochen.